Willkommen zum Neuestes auf Chris Luno Video Podcast. Ich bin Eli und der Mann an meiner Seite hat schon, wenn du Liveset in YouTube eingibst, dann findest du ihn. Er hat schon überall auf der Welt aufgelegt, in der Wüste, auf dem Boot, vor wunderschönen Panoramen, in Clubs, auf etlichen Veranstaltungen, auf der ganzen Welt, aber noch nie in seiner Heimatstadt. Chris, schön, dass du da bist. Hi. Vielen Dank. Warum bist du noch nie in deiner Heimatstadt aufgetreten? Ich glaube, ich habe vielleicht immer auf den richtigen Gig gewartet. Und der ist jetzt zum Glück bekommen. Richtig, genau. Das Neue ist auf Chris Luno. Könnt ihr euch die anderen YouTube-Videos nochmal anschauen. Da ist auf jeden Fall ein heftiges Aftermovie wird kommen. Für die Einordnung, wir sind noch davor gerade. Und genau. Schön, dass du da bist. Du hast eben zu mir gesagt vor dem Interview, dass deine YouTube-Videos ab 2019 kamen. Das ist ganz schön früh. Du bist jetzt in der frühen Zeit ganz schön erfolgreich geworden. Mhm. Also YouTube über 300.000 Abonnenten, Instagram über 50.000 Abonnenten. Produktionen hast du eigene und die gehen auch durch die Decke. Ich weiß die Zahlen nicht, aber was ist der Grund für deinen Erfolg? Also normalerweise als DJ gehst du doch, legst du in deiner Heimatstadt auf, legst mal da auf und du hast das Spiel andersrum gespielt. Ja, aber man muss auch so sagen, ich habe auch seit 2014 schon angefangen, Mucke zu machen. Mhm. Und dementsprechend hat das da eigentlich recht lang gedauert, würde ich sagen. Also ich würde sagen, so 2020 wurden so die ersten Leute außerhalb meines Freundeskreises auf mich aufmerksam. Das heißt dann so 6 Jahre quasi, bis ich quasi die ersten Leute so, die sich gejuckt haben, so, was ich mache. Und genau, es hat halt angefangen in meinem Studium in Holland. Da habe ich angefangen aufzulegen 2014, 2015, meinen ersten Club-Gig gehabt und dann halt immer weiter Musik produziert und halt Gigs gespielt, aber nicht so viele. Also immer so alle 3-4 Monate mal einen, wenn irgendwie was reinkam, würde ich mal sagen. Mhm. Genau, bis ich halt dann 2019 angefangen habe, mich ein bisschen mehr so nach außen zu zeigen und angefangen habe mit einem Set aus meinem Wohnzimmer damals, was ich quasi aufgenommen habe mit einer GoPro, die ich gekauft hatte, weil ich eigentlich eine Weltreise machen wollte. Also die habe ich da geplant und dann wollte ich die GoPro schon mal ausprobieren, dachte mir so geil, was filme ich jetzt mit einer Actioncam? Da gab es nicht viel zu tun in Köln damals. Und dann habe ich meine Plattenspiele angeschaut und habe gedacht, ja, warum filme ich nie mal ein Set? Genau. Wann war das? 2019? Das war genau Ende 2019. Okay, das heißt, Corona ist dir dann mäßig in die Karten gespielt, kann man das so sagen? Ja, kann man schon so sagen, ja. Okay, also ist dein erstes Video eigentlich schon viral gegangen oder hat es guten Anklang gefunden? Oder? Ist nicht viel passiert, ehrlich gesagt. Also es hat lange gedauert. Ist so ein bisschen ungedümpelt bei so 1000 Plays für ein paar Monate, meine ich. Mhm. Und dann beim zweiten Video ging es dann so ein bisschen mehr ab. Aber das hat auch, ich würde sagen, 3 bis 6 Monate gedauert, bis ich da quasi gemerkt habe, dass da echt Leute zugucken, die jetzt außerhalb von meiner Bubble sind. Ne? Mhm. Also ich würde sagen, das zweite Video war auch ein Vinyl-Set aus dem Wohnzimmer. Das hat ein bisschen mehr Leute nach einem halben Jahr abgeholt. Und irgendwann stand da so 50.000 Klicks oder 10.000 Klicks. Da dachte ich mir so, geil, das hat irgendwie der Algorithmus nimmt es gerade auf und zeigt es irgendwie Leuten. Und die Leute haben Bock drauf, Bock drauf, genau. Und dann habe ich gedacht, okay, das scheint wohl irgendwie zu funktionieren, Leute quasi zu erreichen und halt Leute zu irgendwie abzuholen. Und dann habe ich mich da irgendwie weiter drauf fokussiert. Dachte mir so, wenn jetzt quasi die YouTube-Götter so ein Spotlight auf mich drauf werfen, dann dachte ich mir so, wäre ich eigentlich dumm, wenn ich nicht da jetzt weitermachen würde und da quasi mehr raushauen würde. Ja, der YouTube-Algorithmus, der YouTube-Gott. Der YouTube-Algorithmus. Chill. Algorithms, ja. Mhm. Genau. Hast du was anders gemacht beim zweiten Video? Also, weil, wenn du sagst, das erste war im Wohnzimmer und das hat irgendwie nicht so funktioniert. Ja, erstes Mal im Wohnzimmer war, abends war dunkel und das war, die Kameraperspektive war von sehr weit oben. Das heißt, man hat eigentlich nur so meine Haare und meine Stirn und so gesehen. Und das zweite habe ich dann so ein bisschen optimiert, habe dann so mal auf YouTube geschaut, hey, was gibt's denn für andere Vinyl Mixes und was für Camera Angles haben die so genutzt? Was sieht irgendwie geil aus? Und dann habe ich das tagsüber gemacht, in einem anderen Raum mit Licht und habe dann die Camera Perspective quasi so ein bisschen mehr arrangiert, dass es irgendwie ein bisschen stylischer aussieht, würde ich sagen. Genau.
Und das hat funktioniert. Sehr gut. Ey, und wann kam dann die Idee mit der, weil du hast vorher gesagt, du hast eine Weltreise, wolltest du machen, dann Corona, es ging nicht, du hast mit den Live-Sets angefangen, das funktioniert. Wann kam dann der Punkt, dass du gesagt hast, hey, das verbinden wir, das ist doch, also das bietet sich ja perfekt an? Ich war mit Freunden campen und wir haben so einen kleinen Trip gemacht nach Südfrankreich. Und da haben wir so Zelte dabei und es war halt echt ein geiler Ort, quasi an Flussbett. Da dachten wir uns, ja, da können wir doch bestimmt irgendwie ein kleines Set aufnehmen. Ich wusste halt, ja, ich habe den Controller dabei gehabt tatsächlich, weil ich irgendwie dachte, ja, wäre cool, da irgendwie ein bisschen aufzulegen halt. Ja, so abends mit den Freunden so. Genau. Und dann haben wir das Ganze da halt aufgebaut. Sprich, das DJ-Setup war halt sehr DIY, wie du auch schon eben meintest. Sehr DIY quasi, einfach auf zwei Campingstühle. Dann habe ich aus meinem Auto die Hutablage genommen und da quasi draufgehauen. Dann hat man quasi einen Tisch gehabt. Dann haben wir quasi aus drei Zeltmasten, haben wir so zusammen mit Tape quasi ein Stativ gebaut, haben da irgendwie die GoPro reingehangen und dann haben wir quasi uns auf diesem Steiner platziert und dann habe ich halt irgendwie angefangen, ein kleines Set aufzulegen mit meinem kleinen Lautsprecher. Auch deiner GoPro, die du damals gekauft hast. Ja, genau, mit der GoPro. Da ging es halt, dann haben wir irgendwie einen coolen Sonnenuntergang gehabt und es hat sich irgendwie so voll angefühlt wie was. Also voll geklickt irgendwie, weil es irgendwie voll Bock gemacht hat, draußen zu sein. Dann hatte ich ja halt meine besten Dudes dabei. Und dann konnten wir einfach ein bisschen Quatsch machen und irgendwie auflegen und halt Musik hören und halt irgendwie das alles in diesem Moment einfangen. Das ist halt für mich so geil, weil ich jetzt quasi so eine Art Erinnerung habe an diesen wunderschönen Urlaub. Quasi und diese Location verbinde ich jetzt irgendwie so mit diesem Set. Das heißt auf YouTube Insect Rave, falls jemand schauen will. Insect Rave. Ja, genau. Und in Frankreich hast du gesagt. Ja, genau, weil es war halt dann dunkel und wir haben dann irgendwie mit Kopf, Stirnlampen irgendwie so gefreestylt, dass man noch was sieht, weil die GoPros sind nicht so gut im Dunkeln. Haben mich dann quasi mit irgendwie so drei Dingern angeleuchtet und drei Taschenlampen und da kamen halt einfach geisteskrank viele Insekten und schnell so rumgeschwört. Und das ist dann teilweise so eskaliert. Und dann haben wir uns gesagt, komm, wir nennen es einfach Insect Rave. Insect Rave, ja. Genau, so Insekten Rave. Also sehr random Titel, man muss das Ende dafür eigentlich sehen, dass man es versteht, aber irgendwie habe ich es gefühlt und dann habe ich es so genannt. Was, man muss das Ende sehen? Ja, weil dann die ganzen Insekten quasi erst rauskommen und dann halt vor der Kamera rumtanzen. Und deswegen ist halt der Insekten-Rave, weil die halt am Start sind. Die Insekts im Dunkeln, ja. Sehr nice. Wo hast du eigentlich überall aufgelegt? Also ich habe ja am Anfang jetzt schon gesagt, irgendwie Wüste, auf dem Boot. Ja. Was sind noch Highlights für dich gewesen? Boah, letztes Wochenende in Kappadokien war krass. Also in Türkei, das sind diese Felsformationen, die halt so aussehen wie nicht von dieser Erde. Und da haben wir da wurde ich gebucht von einer Veranstaltung, war so eine After-Show-Party von einem Event. Und dann ist quasi das ganze Event dann morgens um 4.30 Uhr mit Bussen zu dieser Venue getigert, wo dann diese Terrasse war, wo man halt diese Heißluftballons, die aufgestiegen sind, konnte man dann quasi von dort sehen. Ich hab's auf deinem Insta gesehen, das sah so geil aus. Ja, es war wirklich magisch. Der Veranstalter wollte eigentlich, dass ich ein Video mache dort. Und dachte mir so, kann ich nicht machen, weil da gibt's ja das Ben-Wilmer-Video aus dem Heißluftballon. Also aus dem Heißluftballon raus, was halt einfach schon so Next Level ist. Und dann wäre alles andere, was mit dieser Venue irgendwie zu tun hat, für mich so ein bisschen so ein Downgrade oder so ein Abklatsch in dem Sinne, weil es halt so sehr speziell ist, diese Location. You know? Okay, ich weiß, was du meinst. Achso, ich kenne das Video nicht. Der hat dann in dem Heißluftballon und dann aber im Hintergrund die ganzen anderen Heißluftballons, oder wie? Ja. Okay. Und dann wird es so deinen Ansprüchen, also dann fühlt sich. Wäre halt Copycat, meiner Meinung nach, so ein bisschen da jetzt so die Location nochmal zu nehmen. Deswegen habe ich gesagt, ey, kein Video, aber ich kann gerne vorbeikommen und machen eine Party da. Okay, fair. Wie war die Party? Gut. Ja. War sehr interessant, weil es war halt. Ich bin halt aufgestanden um 4.40 Uhr, habe geschlafen um 2 Uhr nachts. Also ich habe irgendwie 2 Stunden geschlafen. Also du hast nicht geschlafen? Ja, 2 Stunden. Konnte irgendwie nicht einschlafen dann noch. Manchmal weiß auch nicht warum. Kam dann da an und sah halt echt magisch aus. Und vor mir hat noch einen Türke gespielt, der hat quasi Sitar gehabt, so eine elektronische Sitar. Ist wie so eine Gitarre, also eine Geige. Okay. Ein orientalisches Instrument. Und damit hat er quasi ein Live-Set gemacht. Das gemischt mit Elektronik, also elektronischer Musik. Das war so. In der Atmosphäre, wow. Und dann kam Sonnenaufgang quasi und dann ist dieser Bus mit den ganzen Event-Gästen angekommen. Und es war echt ergreifend auf jeden Fall. Und ich habe dann quasi nach ihm gespielt. Das war schon cool. Ja, war halt so
eine ganz andere Audience, weil die halt literally vor einer Stunde erst aufgewacht sind. Und deswegen jetzt nicht im Flow schon waren und so und schon warm waren, sondern eher so, es geht voll früh. Okay, das heißt, die Leute haben jetzt nicht so mitgedanced, die waren eher so mit so einem Getränk hinten oder auf Picknickdecken. Also, genau, es war die erste halbe Stunde war so viele Fotos natürlich. Also ganz viele Leute haben halt ganz viel gefilmt und Videos und Fotos gemacht. Mhm. Und dann die letzte halbe Stunde wurden dann alle aber doch schon warm. Und dann hat auch wahrscheinlich der Champagner geknallt, den die da bekommen haben. Schön nochmal abgefüllt morgens. Ja, dann war das schon geil. Nee, war echt super. Also es war einer der interessantesten Kulissen, auf jeden Fall, vor denen ich gespielt habe. Ja. In der Türkei. Ja. Und ich habe ein Video von dir gesehen. War das in Kooperation mit GoTürk hier? Ja, kann das sein? Türkiye. Ja. GoTürkiye. Ja. Und das sieht so schön aus, auch und super professionell auch das Video. Und dann habe ich irgendwie einen Ausschnitt gesehen. Also man sieht nur, wir verlinken das alles natürlich und ihr findet es wahrscheinlich eh. Ja. Also so dich zu finden ist, glaube ich, gar nicht schwer. Du gibst, wie gesagt, Live-Sets ein, dann hast du es. Und es ist wunderschön und ich habe dann, du bist da alleine auf dem Steg. Ja, genau. Dunkelblaues Wasser und wunderschöne Drohnenkamerafahrten. Ja, ja. Und dann habe ich gesehen, das war auch ein Team von 20 Leuten gefühlt hinten dran. Ja. Aber man sieht nur dich in dem Video, aber wie ist das für dich? Wie fühlt sich das an, wenn du jetzt so, du bist jetzt so voll der Star und du machst das ja auch super und die Leute wollen ja auch dich so sehen. Wie fühlt sich das an? Also das war mein erster internationaler Gig in dem Sinne, würde ich sagen. Ich bin in die Türkei geflogen für diese Nummer. War schon krass. Also ich war auf jeden Fall ziemlich aufgeregt auch. Wie gesagt, war eine ziemlich große Produktion. Also ich hatte halt einen Hauptkameramann, dann einen, der die Drohne geflogen ist, eine, die das Ganze organisiert hatte. Dann gab es da noch drei Girls, die irgendwie halt, die haben halt quasi so viele Vorspann und sowas gemacht. Ne? Die haben da so ein bisschen die Venue eingefangen und so ein bisschen die Wälder drumherum und haben dann irgendwie so ein bisschen rumgetanzt im Wald und so Geschichten gemacht. Ja, ja, das sieht man ja auch im Video. Ja, genau. Ja. Das heißt, da waren noch irgendwie so drei Ladies, die hier ein bisschen getanzt haben. Mhm. Und da waren noch so ein bisschen die Leute vom Hotel. Es war halt direkt an dem Steg, war halt ein Hotel. Mhm. Und ich bin quasi aufgewacht, den Steg rausgelaufen und USB-Stick reingesteckt und angefangen zu spielen. Okay. Und da war noch das Hotel, hat es mir natürlich auch für die war auch was Besonderes, wenn da so eine Riesenproduktion ist. Das heißt, da waren auch ein paar Hotelleute da. Mhm. Genau, und dementsprechend waren dann irgendwie so 20 Leute vor Ort, obwohl es halt eigentlich auch ich mache die Dinger ja alleine meistens, oder mit einer Person, die quasi ein bisschen mit der Kamera mal filmt oder mit aufbauen hilft. Okay, also normalerweise machst du es alleine, die ganzen Videos. Ja. Aber wie setzt du das eigentlich technisch um? Ja. Weil normalerweise, du brauchst doch Strom, du brauchst doch all mögliche Sachen, Boxen. Könnte man meinen, ja. Also, dachte ich ursprünglich auch, bis ich dieses Set quasi im Auto gemacht habe. Ich habe halt gedacht, okay, eigentlich brauche ich gar keinen Strom mit meinem Controller. Da geht auch quasi einfach der Power vom Laptop. Mhm. Ich muss den Laptop quasi nur in den Controller stecken. Und das reicht. Ja. Sprich, dann musst du nur noch da irgendwie eine Soundquelle finden. Und dann habe ich quasi meinen AUX vom Auto genommen. Und dann habe ich quasi so ein Set im Auto gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, das kann ich eigentlich auch dann in andere Regionen spannen. Und das war, glaube ich, genau vor dem Insect Rave, von dem ich eben gesprochen habe. Mhm. Und dann war mir klar, dass man das ja eigentlich überall in coolen Locations machen könnte, sofern du halt einen Rucksack hast, wo man irgendwie den Controller reinpackt, Laptop und halt einen kleinen Lautsprecher. Mhm. Und so ist es entstanden. Ja. Ja, ja. Und du hast damals aber noch gearbeitet, richtig? Ja, genau. Bei einer Modefirma? Damals, als ich angefangen habe, 2019 mit den Streams habe ich noch für einen DJ-Duo gearbeitet, für Tube und Berger. Tube und Berger, ja. Genau, habe für die Marketing-Sachen gemacht und war so in der Management-Rolle und war angefangen als Praktikant und quasi mit denen halt dann 3-4 Jahre Zeit verbracht und sind immer noch meine Onkels quasi. da habe ich quasi das Ganze angefangen und dann kam halt Corona und dann war die Eventindustrie so betroffen, dass ich dachte, ja, es macht irgendwie nicht viel Sinn jetzt zu warten, bis die Nummer vorbei ist. Mhm. Und dann habe ich quasi geschaut, was ich denn sonst noch in meinem Umfeld habe und was ich irgendwie cool finde. Mhm. Und ich habe halt immer so ein bisschen Modebegeisterung gehabt. Hatte auch so eine Instagram-Page, die heißt What DJs Wear. Und da habe ich quasi so Bilder von DJs gepostet und dann quasi gezeigt, was für Klamotten das sind. Also so einfach so ein Hoodie, der getragen wurde von irgendeinem Punpot oder was auch immer. Mhm. Dann habe ich halt irgendwie
rangezoomt und guckt, was ist das für eine Marke. Dann habe ich im Internet geschaut, was ist das denn für ein Artikel, was kostet der. Weil ich es mal halt über den Style mal ganz geil fand von DJs. Und dann habe ich das einfach so als Blog quasi für 1-2 Jahre gemacht. Und habe dann auch da die Fashion-Brand Vertea rübergefunden. Vertea, ja. Und habe auch dem auch natürlich viele DJs ausgestattet. Das war so ein bisschen deren Game. Mit denen habe ich ein bisschen schon mal geschrieben, weil ich irgendwie Leute gesehen habe, die getragen haben. Hab die dann angehauen und gefragt, ob ich nicht für die arbeiten kann. Und dann haben die gemeint, ja, let's do it. Und hat mir quasi so den Job dann dort nach meinem DJ Thunberger Duo Ding quasi verschafft. Ja. Okay, und wie lange hast du das gemacht? Ich war dann quasi bei Vertea on Vacation, das ist quasi eine Schwesterfirma, die machen so eine Brand, zwei Brands, aber quasi unter einer Führung. Das habe ich gemacht von 2020 bis 2022, 2 Jahre ungefähr. Ja, das habe ich gesehen. Du hast nämlich einen Post gemacht auf Instagram. Du hast so ein Story-Highlight, wie du dich verabschiedest von den Leuten und, ja, genau. Und ganz groß Fulltime-DJ. Ja. Jetzt ist es, also wie ist dein Alltag? Du bist jetzt Fulltime-DJ, oder? Ja, ich bin jetzt Fulltime-DJ seit einem Jahr und einem Monat. Ja, also ich habe April 2022 gekündigt. Und jetzt, ich bin halt direkt danach eigentlich nach Bali gezogen. Hab da quasi ein Jahr dann in Asien gewohnt. Bin jetzt auch erst vor 5 Wochen wieder zurückgekommen. Sprich, jetzt habe ich so meinen richtigen Alltag in Deutschland. Das ist natürlich ein anderer als in Südostasien. Aber ist jetzt mein Game. Geil. Was vermisst du an Bali? Boah. Wenn du jetzt hier... Essen ist wahnsinnig lecker. Also die... Ja. Bolognesische Küche ist auf jeden Fall sehr geil, die vermisse ich. Und die Leute und das Wetter, also das Meer, Surfen, dass man halt einfach irgendwie rausgehen kann. Ich habe das Gefühl, in Städten trifft man sich irgendwie und trinkt halt immer Bier und geht halt irgendwie einsaufen, was ja auch cool ist. Aber ich habe das Gefühl, ich habe halt in Bali so wenig getrunken, weil die Leute, die ich getroffen habe, die waren irgendwie, dann kann man, geht man draußen was machen, dann geht man irgendwie an den Beach oder so oder trifft sich im Café oder macht irgendwas Kreatives zusammen, aber nicht so wirklich irgendwie Aufhaltsuff. Ja, das ist ein bisschen so immer langweilig, wenn du da immer saufen gehst und das ist ja viel schöner, so in die Natur gehen. Ja. Und, genau. Aber es geht hier nicht, deswegen sind wir wieder in alte Muster verfallen. Wo lebst du aktuell? So zwischen Oldenburg und zwischen Mainz. Zwischen Oldenburg und Mainz am Pendeln. Also du hast sehr touristischen Alltag, würde ich sagen. Ja, mal, also ist aktuell tatsächlich so ein bisschen dieses Nomaden-Game und bin so viel on the road. Und wenn ich nicht on the road bin, bin ich so aktuell im Kinderzimmer. Und im Kinderzimmer von meiner Verlobten. Von deiner Verlobten? Ja. Ich habe ja vorhin schon im Backstage drüber geredet. Du bist jetzt verlobt. Ja, genau. Ich habe vor 5 Wochen einen Antrag gemacht. Ja, mit meiner Freundin, die ich anschaue gerade. Ja, wir haben uns 2016 im Studium kennengelernt, in Holland. Und genau, jetzt ist Zeit. Wie lange kennt ihr euch schon? Fast 7 Jahre. Also wir kennen uns, glaube ich, 7 Jahre. 7 Jahre? Ja. Wow. Und zusammen so fast 7 Jahre. Wow. Wie war der Antrag? Gut, also es war in Australien. Und da gibt es diese Great Ocean Road, das ist so eine Camper-Tour-Klassiker, würde ich sagen. Also so eine, machen viele Leute einen Roadtrip, wir auch, 5 Tage, von Melbourne runter zu den 12 Aposteln, so heißt dieser Ort. So eine Felsformation, die so aus dem Meer ragt. Und da dachte ich mir so, das ist der Ort auf jeden Fall. Ja. Wenn ein Antrag, dann muss knallen. Das habe ich mir bei dir vorgestellt. Und also von der Natur wunderschön. Und dann hast du den Klassiker gemacht mit so einem Ring ins Glas oder? Ich habe auf jeden Fall den klassischen Kniefall gemacht und einen Ring in der Hand gehabt. Aber ein Glas nicht. Den habe ich auch überlegt tatsächlich, aber ich dachte, das kann so auf so vielen Ebenen schief gehen, dass man den verschluckt oder irgendwie, dass der irgendwie dann nicht ausgetrunken wird, das Glas. Und dann sagt man, ja, trink mal aus oder so. Ich dachte so, nee, das passt nicht. Schön, also frisch verliebt, also nicht frisch verliebt, aber frisch. Frisch verlobt. Und total verliebt. Ja. Man könnte meinen, du lebst das Traumleben. Also wirklich von außen, wenn ich dir mal ein ehrliches Kompliment
lieb gemeint, du siehst gut aus, du reist um die Welt, du hast deine, also du wirst da bestimmt gut bezahlt, also so alles sieht wundervoll aus. Vielen Dank, ist auf jeden Fall viel Arbeit, ne, muss man das so sagen. Also ich würde sagen, das Auflegen und das Reisen und sowas ist echt ein kleinerer Teil. Da steckt echt viel dahinter, ne? Also ich arbeite wirklich 7 Tage die Woche und dann gefühlt halt immer von morgens bis abends. Und hau da richtig rein, dass es halt irgendwie, dass wir uns das halt irgendwie ermöglichen können. Aber ja, ich glaube auf jeden Fall ist ein Upgrade zu dem, was ich halt vorher gemacht habe schon. Ja. Bin auch sehr froh und dankbar, dass ich es machen darf. Ja. Sehr schön. Ich habe in dem Magazin gelesen, du hast auch produktive Hobbys. Du hast von produktiven Hobbys gesprochen. Was machst du denn von morgens bis abends die ganzen 7 Tage? Also produktives Hobby habe ich quasi in dem Sinn mit Musikproduktion eigentlich gemeint. Ich habe halt irgendwann, ich habe auch mal so eine Phase gehabt, wo ich ein bisschen gezockt habe. Und dann irgendwann gemerkt, so, ja, ist nicht geil, diese Stunden irgendwie in was zu stecken, wo dann am Ende halt was rauskommt. Und da fand ich halt irgendwie das Musikproduzieren so geil, weil du hast quasi eigentlich im Endeffekt selber wie zocken. Du hast quasi, du sitzt irgendwie am Rechner, hast irgendwie eine geile Zeit, kannst dich so rauszonen und bist dann so in deinem Film, bist im Flow, macht voll Spaß. Wie produzierst du am liebsten? Am Laptop und ganz minimalistisch. Also Kopfhörer, Laptop und Software-Synthesizer. Aber so dann am Strand mit Laptop oder? Meistens in Cafés. Also ich hocke dann einfach im Café rum oder im Flugzeug. Ist auch geil. Also im Flugzeug kann ich mich voll gut konzentrieren. Wo so ein bisschen Hintergrundgeräusche. Ja. Ja, ich habe letztes Mal war ich im Studio in Bali und habe mich 3 Tage eingebucht und es war irgendwie Katastrophe. Ich konnte irgendwie gar nicht so wirklich im Flow kommen. Hab dann irgendwie so einen Tag immer so Ideen probiert und hat irgendwie nichts geklappt. Und zum Studio ist halt für mich so eine Seltenheit. Ich gehe halt selten ins Studio, weil ich nicht so oft zu einem komme. Und wenn dann halt nur irgendwie zum finalen Abmischen von den Liedern. Genau, war dann halt irgendwie im Studio und dann dachte ich, jetzt muss aber auch was gehen und so, weil ich ja quasi jetzt was gebucht habe und es kostet ja auch Geld pro Stunde. Hast dich so selbst unter Druck gesetzt praktisch. Ja, genau. Okay. Da kam ich wenig in Flow. Dann habe ich tatsächlich irgendwann einfach die Boxen ausgemacht, habe meine Kopfhörer aufgesetzt, quasi im Studio meinen Laptop einfach rausgeholt und alles abgeschlossen, sondern quasi halt so produziert, wie ich immer produziere, einfach mit Laptop und Kopfhörern. Und dann ging es auf einmal. Dann kam ich wieder so in meinen Modus. Ja. Hast du ein Ziel mit deinen Produktionen? Also auf einem bestimmten Label produzieren oder willst du irgendwie der eine Song, der so super viral geht, oder willst du auch bestimmt die Leute berühren in irgendeiner Form? Voll, ich glaube, Leute berühren auf jeden Fall und ich habe Bock, meinen Craft, also meinen Skill so zu verbessern und einfach gute Produktionen zu haben, sprich, die halt technisch auf einem hohen Niveau sind, die gut abgemischt sind, da einfach für mich so selbst der Anspruch, einfach geil fette Tracks zu machen und halt Lieder, die irgendwie so ein bisschen unkonventionell sind, so ein bisschen quirky sind, aber gleichzeitig noch so relatable von jetzt so, ich würde mal sagen, House-Fans, aber auch von Leuten, die jetzt damit nicht so viel zu tun haben. Sprich, jetzt so konkret, wenn ich jetzt meiner Mom den Track zeige und die jetzt den fühlt, dann wäre ich auf jeden Fall auch happy. Nice, wenn Mama stolz ist. Ja, genau, also, ja. So auch massentauglich, also dass Leute, die jetzt nicht die großen Techno-Fans sind oder so, sondern die einfach Lust haben, irgendwie bei einem kühlen Cocktail in der heißen Sonne sitzen und einfach wenn ich die irgendwie abholen kann, dann bin ich auf jeden Fall auch happy. Ist jetzt nicht mein Anspruch, quasi der total massentaugliche Track zu produzieren, aber halt ist natürlich ein Kompliment, wenn es dann auch da ankommt, ne? Finde ich, wenn jetzt eine Idee geil und stark ist, finde ich, dann ist es nicht nur limitiert auf diese eine Subgenre, subnischige Fangruppe, sondern kann ja auch dann quasi anderen gefallen, die jetzt außerhalb von diesem Genre sind, meiner Meinung nach. Dass es nicht so einschränkend ist. Ja. Voll. Ich habe auch von dir gesehen, dass du im Champions League, die offizielle Champions League Afterparty, dass du gebucht bist. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Oh, ich weiß auch noch nicht genau. Das ist wieder in der Türkei, gell? Ja, genau. Und Türkei. Das sind super viele. Ist das so einer deiner Spots? Tatsächlich, glaube ich, ich habe ja dieses Video gemacht in der Türkei und ich glaube, da ist dann, haben die mich jetzt so ein bisschen mehr auf dem Schirm, was natürlich cool ist. Ich habe jetzt in Istanbul schon mal gespielt, zum ersten Mal vor 2 Wochen oder 3 Wochen. Und dort auf der Party war halt der Booking-Guy, der quasi dieses Champions League Festival verbucht. Der hat quasi mich und meinen Kumpel, mit dem ich B2B gespielt habe, spielen hören und meinte, hey,
geil, wollt ihr es nicht auf dem Champions League Finalen Festival machen? Ich habe natürlich abgesagt. Hammer. abgesagt. Natürlich gesagt, ja, auf jeden Fall. Ja. Ist geil. Und konnte es erst gar nicht glauben, weil es natürlich, Champions League ist natürlich ein riesen Brand und ein krasses Ding. Genau, und meint halt, 50.000 bis 100.000 Leute sind vor Ort. Das war jetzt mit Abstand der größte Gig, den ich bis jetzt gespielt habe. Boah, ja. Da kommt was auf dich zu. Jo. Bist du aufgeregt? Tatsächlich gar nicht so sehr. Also ich habe irgendwie, letzte Woche in Oldenburg ein Festival gespielt und da waren ziemlich viele Leute, es war wirklich mein größter Gig bisher. Wie viele Leute waren da? Also auf dem Festival insgesamt 10.000 und auf der Bühne vielleicht, kann man schwierig einschätzen, aber also vielleicht so 3.000 oder sowas. Das heißt, es war schon Menschen mehr und hat alles gut geklappt und ich habe quasi einfach mein Ding gemacht und deswegen habe ich mir so konditioniert, hey, du kannst das und das kannst du dann auch umsetzen auf noch mehr Leute. Mhm. Und ich bin tatsächlich vor kleineren Gigs mit so weniger Leuten noch aufgeregter an Ticken, glaube ich. Wie kommt das? Also, warum? Ich glaube, wenn man halt irgendwie so näher dran ist und dann Leute irgendwie, du siehst dann nur die Blicke besser und so und dann interpretiert, also ich zum Beispiel da manchmal ein bisschen mehr rein vielleicht, als wenn du quasi da stehst, Leute hören dich an, die können nicht irgendwie nach oben kommen, dir irgendwas sagen, Trackwünsche machen oder so, sondern du bist gebucht, machst dein Ding und gibst Gas. Während in so einem kleinen Raum ist man irgendwie dann noch so, ja, also ich habe jetzt zum Beispiel letztes Mal gespielt und da waren irgendwie so ganz viele Leute, die so Trackwünsche haben wollten und so. Und ich so, oh nein. Nee, das ist ja der Klassiker, also da hat er wirklich keinen Bock drauf. Nee, genau, deswegen ist es ganz geil, wenn dann alle wissen, nee, kommt nicht in Frage. Ja. Und ja, deswegen freue ich mich da voll drauf auf dieses Champions League, auf die Champions League Nummer. Boah, das ist bald, oder? Das ist dann, wie viel? Freitag, also in 4 Tagen. Ja, also wenn ihr das Video schaut, dann wird schon passiert sein. Dann ist hoffentlich alles gut gegangen. Hoffentlich. Hast du davor auch ein Video abzudrehen oder gar nicht? Also ich habe auf jeden Fall eine Freundin, die Videos macht. Hm? Und einen richtigen Stream in dem Sinn habe ich nicht geplant, nee. Aber vielleicht werde ich die GoPro mitnehmen und da irgendwie aufspannen und gucken, was ich da rausholen kann für Content. Mhm. Wie findest du eigentlich deine Ideen für die, oder ja, wie überlegst du dir eigentlich deine Videokonzepte? Ist immer ein bisschen unterschiedlich. Also jetzt zum Beispiel mein erstes Ding, was ich Outdoor gemacht habe, war ja in der Ardèche. Da war ich einfach irgendwie inspiriert von diesem Ort, dachte so, es ist ein geiler Stein, da könnte man gut draufstehen und ein Set aufnehmen. Das heißt, ich bin vor Ort und mache mir ein Bild meistens. Mhm. Und so funktioniert es meistens, ja. Ich war zum Beispiel letztes Mal eine Woche im Griechenland Urlaub. Vor 2 Jahren. Da habe ich viele Videos abgedreht. Ich glaube, in 7 Tagen oder in 6 Tagen 6 Sets. Oder in 7 Tagen 6 Sets. Boah, wild. Ja. Hast du genügend Tracks überhaupt dafür? Ja, ey, das war die Challenge. Ey. Ich musste richtig, richtig dingen. Aber mein ganzes Archiv, ich habe wirklich den ganzen Tag eigentlich nur Locations gescoutet, Tracks gedownloadet und genau, versucht, dass das irgendwie, dass ich das meiste aus diesen 6 Tagen raushole. Weil es war so ein magischer Ort, es war Lefkada. Mhm. Und da ist auch mein berühmtestes Video entstanden, das Sunrise House Mix, glaube ich. Mhm. Ja, genau. Ich bin meistens vor Ort, lass mich inspirieren. In dem Fall war es so, wir haben dann auf der Insel habe ich bei Airbnb Experiences irgendwie nach Fotografen gesucht, um so ein bisschen, weil ich dachte, Fotografen kennen gute Spots. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht kann ich den Fotografen, einfach irgendwie anschreiben und von ihm dann, also mit ihm quasi so ein bisschen die Locations rausfinden. Und dann habe ich den Guy dann quasi bei Airbnb Experiences als Fotograf gebucht, ihm dann aber geschrieben, so, ey, bitte bring deine Kamera gar nicht mit. Einfach nur, dass du mir ein paar geile Spots zeigst. Geil. Auf der Insel. Und dann hat er mich rumgeführt, hat mir dann irgendwie echt coole, interessante Orte gezeigt, die halt so, also die du eigentlich nur als Local kennen kannst. Mhm. Genau, und dann habe ich dann halt nach dem Tag, an dem er mir die gezeigt hat, bin ich hier alle abgedreht, alle abgefahren, 5 Tage danach und habe dann halt bei jedem fast ein Video aufgenommen. Boah, bist du zufrieden mit dem Ergebnis? Also mit den 6 Videos? Voll. Also das war auf jeden Fall, ich hatte auf jeden Fall Druck, weil ich habe da schon quasi die ersten Videos, die so recht gut abgegangen sind, gehabt. Und da musst du nachsehen. Jetzt muss ich abliefern und dann war ich halt aber in Berlin, also in Köln im Winter. War also sehr trist und ging nicht viel. Ich kann hier niemals irgendwie
geilen Scheiß aufnehmen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann muss ich mal eine Woche... Also vorproduzieren, praktisch. Ja, genau. Hast du die jetzt alle schon hochgeladen? Ja. Ah, okay. Habe ich dann mittlerweile alle rausgehauen. Nice. Aber ich hatte dann tatsächlich Und wie war das Feedback? Super, ja. Also wie gesagt, eins das erfolgreichste Video. Und die anderen auf jeden Fall auch, glaube ich, alle über 1 Million Plays. Also geil, Wahnsinn. Alter. Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass das so knallt. Verrückt. Ja. Bist du stolz auch drauf? Gibst du dir auch ehrlich diesen Blick auf dich selbst nach dem Motto, hey Mann, ja, das habe ich auch mal gut gemacht? Das ganz ehrlich, ja. Ich glaube schon. Zu Recht? Also ich habe zum Beispiel wenn ich weiß, so, ja, das könnte abgehen, dann hat man ja so ein Gefühl, wenn man irgendwie, wenn irgendwie sowas klickt und du merkst so, oh, das fühlt sich gerade richtig an. Und wenn es dann tatsächlich auch im Nachgang abgeht, dann ist so, wow, ey, cool, das hat funktioniert. Und dann weiß man so, dass man ist auf dem richtigen Weg, ne? Voll. Das ist schon ein schönes Gefühl, voll. Ja. Du bist auch sehr, also du bist ja nicht nur auf YouTube aktiv, du bist ja auf Insta. Ich mag deinen Humor auf Insta. Also du machst ja immer so, nicht Memes, aber so, oder das sind schon Memes. Versuchst immer die Leute ein bisschen zu unterhalten, auf jeden Fall. Ja, ich denke mir halt, wenn man irgendwas postet, was keinen interessiert, ist halt lame. Ich hab, also wenn ich was poste, habe ich immer so das Gefühl, dann muss irgendwie entweder unterhaltsam sein, den Leuten irgendeinen Mehrwert bringen, oder sonst poste ich halt nichts. Das heißt, ich kann es mir nicht so ab, irgendwie so zuzuspammen mit was ich gerade mache, wenn es den Leuten nicht irgendwie was gibt, weißt du? Das heißt, es lohnt sich dir zu folgen, weil wenn da was kommt, dann kommt immer ein cooler Content. Ja, das ist so mein Gedanke. Ja, ist aber auch so. Also ich folge dir und also immer witzig. Das eine mit dem Ball auf dem Laufband, mit dem Hüpfball. Ja. Ja. Ja, ein bisschen Quatsch machen einfach. Ja, ein bisschen Quatsch machen. Du bist aber allgemein so ein sehr lockerer Typ und ich habe das Gefühl, du gehst deiner Intuition sehr nach. Liegt da richtig? Oder? Ja, doch. Also, ich würde sagen, ich bin intuitiv. Weil sind wir nicht alle intuitiv? Also wir sind definitiv alle intuitiv, aber ich habe das Gefühl, Gefühl, es gibt Menschen, die sind so mehr strukturbewusst und mehr so, muss so funktionieren und verkopft und alles. Ja. Das wundert mich tatsächlich, weil deine Videos sehen super professionell aus und unsere, also wirklich schön. Ich gucke mir die gerne an oder lass sie dann so im Hintergrund laufen. Ja. Und jetzt hast du mir vorhin so gesagt, ah ja, da haben wir mal so die GoPro mit über Campingstühle und Panzertape. Ja. Also wie bereitest du jetzt die Sets vor? Also hat sich das einfach jetzt, hast du da deine Leute, die dich da unterstützen oder hast du Ja, also ich habe halt schon ganz lange Videos gemacht. Also ich bin halt ganz lange BMX gefahren und habe so da halt, also in der BMX- und Skate-Szene filmt man irgendwie alles. Das ist so einfach so das Ding. Mit dieser Kamera, die du so unten im Skateboard hältst? Ja, zum Beispiel. Hast du es gemacht? Ich habe auf jeden Fall, ein Kumpel hat so eine Kamera, die habe ich mal genutzt. Aber ich habe selbst nie so eine, ich glaube VX oder so heißt das, nie gekauft. Aber ich habe halt mit Kumpel quasi so eine andere Fisheye-Kamera gehabt und dann haben wir quasi immer so Videos gedreht von uns beim BMX-Fahren. Das habe ich halt auch 7 Jahre gemacht. Also halt einfach BMX gefahren und dann Videos gedreht von mir selbst, von meinen Kumpels. Das heißt, es war immer so ein bisschen, dieses Videoding war halt schon immer ein Teil von mir, würde ich sagen. Also und halt oft einfach so die Kamera aufgestellt am Straßenrand und dann einfach irgendwie so versucht, neue Tricks zu machen. Und es war halt immer so ein Anreiz, den dann so quasi zu stehen auf Video. Ich glaube, da kam auf jeden Fall so ein bisschen, also hätte ich das, glaube ich, nicht gemacht, hätte ich nicht so in Bezug zu mich selbst vor einer Kamera stehen und ein Video machen. Also ich glaube, das kam so wahrscheinlich ein bisschen daher, dass ich vertraut war schon mit Kameras. Und auch so das dann zusammenschneiden, das habe ich dann auch so ein bisschen da gelernt. Ne? Daher so ein bisschen dieser Video-Background. Genau, und für Typenberger habe ich dann auch viele Videos geschnitten, irgendwie so Teaser-Videos für Partys, die kommen. So kleine Aftermovies von Events und sowas. Das habe ich dann in meinem Job schon gemacht. Und habe das dann quasi eigentlich nur auf mich ummünzen, habe ich dann auf mich umgemünzt quasi. Und daher so, also vielleicht sieht es deswegen ein bisschen professioneller aus als von jemandem, der es noch nie eine Kamera in der Hand hatte. Ja, okay. Also du weißt im Prinzip, was du da tust. Ja. So nach dem Motto. Wie hast du eigentlich deinen, was war das, ein Job? Nee, Praktikum erst? Oder bei Tup und Berger? Genau. Die waren ja damals schon bekannt und da habe ich nämlich im Magazin was gelesen, da hast du schon mal was erzählt, aber das wollte ich jetzt unbedingt noch mal fragen. Also
die waren ja mega bekannt und hatten die eine Stellenausschreibung? Wie bist du auf die aufmerksam geworden oder wie sind die auf dich aufmerksam geworden? Ich bin auf die aufmerksam geworden, weil ich deren Musik auf jeden Fall feiere und auch das von deren Label Kidball. Mhm. Und da habe ich mich ursprünglich beworben, quasi bei Kidball als Praktikant. Ich musste meiner Uni, ich habe halt Media Management studiert und musste ein Praktikum machen, habe das dann quasi in Deutschland gemacht. Ich habe in Holland studiert, musste unser Auslandspraktikum machen, habe es in Deutschland gemacht und habe mich bei Kidball beworben. Und die meinten dann, yo, klingt super, aber wir haben jetzt nicht so mega die Stelle für dich, aber die Labelgründer quasi, die suchen noch jemanden, der so assistiert. Mhm. Und dann habe ich dann dadurch quasi, ich wollte irgendwie so 20 Labels angeschrieben oder so und eins hat angebissen. Und dann habe ich quasi diesen Job in der Musikszene bekommen, durch halt mein Studi-Praktikum. Ja, das habe ich dann 7 Monate gemacht und wurde dann quasi übernommen von den Boys, habe mich dann so halt in deren System und so reingefuchst, habe dann quasi halt dann recht viel Sachen übernommen schon von Anfang an, viel Verantwortung bekommen. Und dann war es cool, so... Von denen auch, ja. Ja, voll. Und dann war es dann so, gut, jetzt... Also warum jetzt aufhören, glaube ich, ne? Und dann haben wir einfach das Ganze so weitergemacht. Und wann kam das dann mit der Musik? Also dass du... Du hast ja jetzt, ich weiß nicht wie viele, aber schon ein paar Tracks mit den Jungs produziert. Ja, ich habe auf jeden Fall einen Track mit denen produziert, der rausgekommen ist. Ich habe irgendwie 2 Ideen oder so mit denen schon gemacht. Aber wir wollen uns die ganze Zeit schon treffen und nochmal das Follow-up machen quasi. Seid gespannt, was da auf uns zukommt. Ja, genau. Ja. Ja. Schön, ja. Was ich auch spannend bei dir finde, ich war auf deinem Patreon-Account. Ja? Ja, und jetzt bist du der DJ-Lehrer. Kann man das so sagen? Könnte man. Aber nicht nur DJ an sich, sondern was machst du da nochmal? Also was zeigst du da? Genau, also das Patreon ist ja so eine Plattform, wo man quasi irgendwie mehr Content bieten kann. Also für Leute, die Content machen, wie ich zum Beispiel, kannst du quasi noch mehr Sachen hochladen. Mhm. Und dann gibt es so eine kleine Paywall. Das heißt, du kannst deine Künstler so unterstützen. Und ich nutze es quasi, um halt so ein bisschen das DJ den Leuten beizubringen, aber auch so ein bisschen mehr Background zu, was ich auf YouTube mache. Sprich, dann gebe ich so Tipps zum Marketing, wie ich irgendwie den gewissen Look hinbekommen habe oder sowas. Oder wie ich die Videos bearbeite und so Sachen. Oder was für... mein nächstes Ding ist, wie Leute quasi ohne Namen an Gigs kommen. Das ist mein nächstes Video, was ich quasi raushauen werde. Hey, das ist voll der krasse Value, weil ich meine, du bist ja der absolute Experte dafür. Ja. Also so... Aber machst du jetzt also die Videoschnitte oder auch... ich hab's vergessen, was ich... Erklär nochmal, du machst auch das Marketing, habe ich gesehen. Genau, also... Genau, wenn ich halt das Video auf YouTube raushaue, dann pushe ich das halt selbst nochmal. Ne? Also ich schicke dann zum Beispiel irgendwie allen Künstlern, von denen ich das Lied spiele, schicke ich dann so den Link und sage so, hey, hab euren Track gespielt. Mhm. So in der Hoffnung, dass die das nochmal sharen, so Sachen halt. Ne? Dann habe ich quasi so jetzt über die Jahre, sag ich mal, so eine Checkliste, die ich quasi einfach bei jedem Upload durchgehe. Okay, was machst du noch so? Was mache ich noch so? Also Künstler anschreiben, einfach so Sachen wie zum Beispiel... die Lieder in mein Spotify reinhauen, also meine Playlists, das dann da pushen. Da stehen auch so ganz also Sachen drin wie Videobeschreibungen drin oder halt einfach so, ist das Thumbnail, ist das und so. Also quasi, dass man alles, was zu diesem Upload dazugehört, quasi, dass man das abhaken kann. So wie so eine Packliste quasi, wenn du in den Urlaub fährst, nur halt, für, wenn du einen YouTube-Upload hast. Ja, ist super spannend und es ist auch übelst günstig, habe ich gesehen. Also was war das, irgendwie so nur 10 Euro oder so? Genau, 10er. Super fair, also ohne Spaß, also von dir die Marketing-Tipps und Tricks zu bekommen und ich meine, da war jetzt auch schon ein bisschen Value für die Leute dabei, die vielleicht selber mal Lust drauf haben. Wie kommst du da drauf, die Leute so zu supporten jetzt und zu Gigs bringen zu wollen? Also ich finde einmal, das ist eine coole Sache, sowas zu teilen, so dein Wissen. Und ich glaube, davon wächst man auch, also selbst. So, ne? Wenn du was raushaust, kommt ja irgendwas zurück, zum Beispiel... Ich weiß nicht mal genau, was für eine Situation es war. Ich habe auf jeden Fall irgendwie mit einem Guy auch so einen Call dann gehabt. Also quasi alle Leute, die sich quasi dann als Member anmelden, mit denen habe ich dann noch einen kleinen Call. Also 5 Minuten einfach Hallo sagen und so. Und dann echt? Mit jedem Einzelnen? Ja, also es sind halt nicht so viele, es sind halt 100 Leute so am Start. Das heißt, ich habe dann, davon machen dann vielleicht irgendwie so 50%, kommen dann irgendwie einen kleinen Google Meet Call. Und genau, habe ich jetzt einem irgendwie einige Sachen quasi erklärt. Die sind dann auch voll abgegangen. Zum Beispiel auf YouTube Flavor Trip.
die machen auch ähnliche Sachen wie ich, aber haben es immer so ihr eigenes Ding dazu gespannt. Eigenen Touch genau. drauf. Mhm. Ja. Und da kann man sich quasi selbst so ein bisschen inspirieren einfach. Ne? Also quasi du rufst was in den Wald und dann kommt irgendwas zurück und im Endeffekt kannst du davon auch noch Nutzen nehmen. Dann findest du da einen geilen Track oder so aus dem Set, was die hochladen oder so, weißt du. Also gegenseitig helfen und ja gut, Karma hast du gerade gesagt. Ja. Ich habe auch das Gefühl, bist ein spiritueller Typ? Auf jeden Fall, Meditation ist dir nicht fremd. Ja. Das Wort. Ja, also, ja, spirituell ist jetzt, ich weiß nicht, ob ich diesen Term auf mich drauf nehmen würde, aber also ich bin auf jeden Fall, versuche so achtsam zu sein und hier und jetzt zu sein und mich nicht zu sehr zu verkopfen. Ich glaube, das haben spirituelle Menschen, teilen das so ein bisschen. Mhm. Gibt auf jeden Fall dann Überschneidungen, ja. Okay, und dann, was machst du? Meditation, Yoga? Meine Freundin macht viel Yoga, ich join manchmal, aber ich gehe eher so ins Gym. Eher ins Gym? Halte mich so fit. Ja, ja. Ja, fair. Ein bisschen pumpen. Ja, was auch pumpen. Ja, vielleicht jetzt nochmal zum Abschluss. Ja. Gib uns nochmal einen Ausblick. Bist du ein Mensch, der sich so aufschreibt, in 10 Jahren habe ich das Ziel, in 5 Jahren das? Oder hast du so ein paar Ideen, die dir so... Ja, also nicht wirklich so fern. Nee. Ich habe auf jeden Fall Bock, zum Beispiel jetzt nächstes Jahr Festivals zu spielen, viele Festivals mitzunehmen, sowas. Also quasi, so, was die Musikkarriere angeht. Aber gleichzeitig bin ich auch so, denke mir so, das ist eine interessante Phase, die ich gerade habe, so mit dem Auflegen und den Videos. Wer weiß, wie lange es noch mich quasi befeuert. Vielleicht sage ich auch in 3 Jahren so, ja gut, jetzt bin ich auf einmal kein Artist, Producer mehr, sondern nur noch Booking Agent oder sowas. Mhm. Kann auch sein. Sich so ein bisschen zurückziehst einfach. Ja, vielleicht. Vielleicht mache ich dann irgendwie auch nur noch Musikproduktion. Mhm. Aber vielleicht bin ich auch Superstar. Keine Ahnung, mal schauen. Du bist für mich jetzt schon ein Superstar. Also wie viele Millionen von Klicks hast du insgesamt, weißt du? Ja. Wer kennt dich nicht? Deswegen bin ich auch super dankbar, dass du jetzt bei unserer Veranstaltung spielst und wir ein neues auch von dir drehen dürfen. Und ja, hast du noch irgendwas zum Abschluss, was du den Leuten nochmal sagen willst? Vielleicht hast du so ein Lebensmotto, so ein chilliges? Oder ist dir das zu plakativ? Nee, ich habe nicht wirklich ein Lebensmotto. Auf meiner letzten Merch-Kollektion stand Don't be moody, shake your booty. Das ist witzig. Stimmt, das eigene Merch, richtig? Ja. Ist das in Kooperation mit der Modemarke, wo du früher gearbeitet hast? Ja, on genau. Vacation? Ja, genau. Und das gibt's zu kaufen, oder was? Das gibt's zu kaufen. Ich glaube, es ist schon fast ausverkauft. Ja. Also das kriegst du auf on-vacation.club. On-vacation.club. Ja, und dann kannst du bei Suche Chris Luno eingeben und dann findest du es. Oder in meinem letzten Vinyl-Mix, da habe ich die Sachen an und kannst es in der Videobeschreibung finden. Geil. Ja. Aber ich glaube, es ist schon fast weg. Ja. Machst du Neues? Also das war jetzt so eine meine Capsule Collection, sprich man macht eine kleine 5-teilige in dem Fall Kollektion und gibt sie auf den Markt und dann ist es quasi so eine exklusive Nummer. Aber das war jetzt ein Projekt mit denen zusammen quasi. Mhm. Aber generell habe ich auch Bock auf Merch, quasi jetzt unabhängig davon. Also Merch oder ist es schon Mode bei dir? Ja, das ist so die Sache. Also bei denen wäre das ja, ist ja eine Modefirma, das heißt, das wäre eher Mode. Und ich bin noch unschlüssig. Also ich finde so ein bisschen, wenn man Merch macht, sollte auch so aussehen, dass der Leuten gefällt, die einen nicht kennen. Mhm. Quasi, dass man es auch tragen kann, um nicht dann so ein Hardcore-Fan nach außen strahlen zu wollen, sondern einfach, ja, ist ein cooler Hoodie, trage ich gerne. Und genau. Dann artet sich noch der Name drauf, aber muss gar nicht so plakativ sein, meiner Meinung nach. Ja, nicht so einfach Chris Luno hier draufschreiben, sondern was hast du da so Blumen drauf gemalt, oder? Ja, genau. Auch chillig. Ja, das mag ich schon, diese Art, diese einfach so, ich mach mal, ey, sieht cool aus, cool. Ich habe es tatsächlich mit den Instagram-Stories mit der Instagram-Malfunktion gemacht und dann rausgespeichert und in Photoshop die Sachen weggemacht, die da nicht dazugehören. Aber das Ergebnis ist geil. Ja, vielen Dank. Erfolg gibt dir recht. Super. Dann vielen lieben Dank, Chris, dass du es machst, dass du da bist. Und ja, das war das Neueste auf Chris Luno. Ja, genau. Montags ist immer geschlossen.
Ich liebe so Momente, das ist so random, so on camera einfach. Können, so. Können wir nochmal so ein Outtake dran schneiden? Ja. Das zur Erklärung, da ist gerade eine Lady reingekommen und die meinte, wo bin ich hier gelandet? Hat jemand Kleingeld? Naja, aber unser Kameramann konnte aushelfen. Santo, bester Mann. Bester Mann. Super. Wie soll ich mir jetzt in der Verabschiedung eine Kuhle aus dem Handtuch schütteln? Ich kann vielleicht verabschieden. Ja. Vielen Dank, Leute. Das war's. Es hat mich sehr gefreut, heute mit dir zu schnacken. Ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaltet ein. Neues ist auf. Macht's gut. Ciao, ciao.